Virtual Reality. Der Traum, ein Vogel zu werden, wird damit endlich wahr. Oder Achterbahn zu fahren. Oder an einem Gleitschirm zu hängen. Oder Hände zu haben. Aber Spaß beiseite, auf der Entwicklerkonferenz GDC Mitte März konnte ich einen ausführlichen Blick in die VR-Zukunft werfen und ich bin begeistert. Schon jetzt bietet Virtual Reality einmalige Spielerfahrungen und Erlebnisse. In diesem Video fasse ich meine Top 10 VR-Spiele der GDC zusammen. Wohlgemerkt habe ich zwar sehr viele, aber längst nicht alle der kommenden VR-Spiele gespielt. Die ganze Liste ist also ziemlich subjektiv. Auf Platz 10 ist kein Spiel, sondern eine Benchmark-Szene aus dem Hause Crytek für das Tool VRScore, das vom finnischen Entwickler Basemark stammt. Die Software solle im Sommer erscheinen und dem User klar sagen, inwiefern sein System VR-Spiele stemmen kann und wo eventuelle Probleme bestehen. Und wie es sich für eine Benchmark-Szene gehört, ist das Mini-Filmchen, in dem ich einen Raumschiffabsturz in der Rolle eines Wartungsroboters erlebe, richtig schick. Toll inszeniert und absolut eindrucksvoll. Gerade wie hier mit Größenverhältnissen gespielt wird, ist richtig beeindruckend. Leider zeigt Crytek hierzu bislang nur einen kurzen Teaser-Trailer, drum lieber rasch zu Platz 9. Auf dem landet der Science-Fiction-Shooter Raw Data. In der Demo wehre ich mich dabei gegen immer stärkere Wellen von Robotern, die ich mit Pistole und Laserkatana auf Distanz halte. Das ist spielerisch zwar nicht allzu revolutionär, hat aber zwei schöne Details. Zum einen habe ich einen cool animierten virtuellen Körper und daher ein tolles Gefühl dafür, Hieb- und Schusswaffen tatsächlich in der Hand zu halten. Zum anderen spiele ich Seite an Seite mit einem Koop-Partner. Der befindet sich in Wirklichkeit in einem Nebenraum, im Spiel stehen wir aber eng beieinander und halten uns den Rücken frei. Dass da noch jemand ist, der auf meiner Seite kämpft, das ist ein krasses Gefühl. Auf Platz 8 das Sci-Fi-Rennspiel Radial G, das eindeutig auf den Spuren von Wipeout wandelt. Sauschnelle Gleiter, Boostfelder und treibende Elektronikmusik. Der Clou am Spiel ist die Beschaffenheit der Rennstrecken. Die haben nämlich eine eigenwillige Röhrenform. Ich rase also an der Außen- oder Innenseite dieser Rohre entlang. Dieses Gimmick ist es aber nicht, das Radial G auf Platz 8 hebt. Die Platzierung holt sich das Rennspiel, weil es das intensivste, ja körperlich forderndste VR-Spiel war, das ich bisher spielen konnte. Mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Strecken und um sie herum zu heizen, die Orientierung zu behalten und Hindernissen auszuweichen, selten habe ich so geschwitzt. Mein Beileid all jenen, deren erste VR-Erfahrung dieses Spiel sein wird. Auf Platz 7 ein weiteres Rennspiel, Drive Club VR aus dem Hause Sony für das hauseigene PlayStation VR-Headset. Weil ich das im Rahmen eines Vorschau-Events standesgemäß mit Lenkrad und Pedalen spielen konnte und nein, das bin nicht ich, wirkte das Rennspiel einfach wunderbar immersiv. Weil die Entwickler bislang kein Videomaterial veröffentlichten, zeige ich hier Szenen aus dem Nicht-VR-Drive Club für PS4. Die Virtual Reality-Fassung sieht deutlich weniger schick aus. Dafür habe ich aber darin ein tolles Gefühl für Geschwindigkeit und Abstände, nehme Kurven präziser und überhole beherzter. Da verschmerze ich die schlichte Grafik gern. Auf Platz 6 landet nicht wirklich ein Spiel, sondern eher eine VR-Erfahrung. In Everest VR von den isländischen Solfar Studios besuchen wir verschiedene Schauplätze auf dem höchsten Berg der Welt. Angefangen vom ersten Basecamp bis hinauf zum Gipfel. Das ist eine seltsame Mischung aus Doku mit Erzähler im Hintergrund, aus simplen Minispielen, die das Risiko und den Schwindel des Aufstiegs toll rüberbringen und aus virtuellem Tourismus. Denn das Bergmassiv wirkt in VR wirklich plastisch, detailreich und ja, massiv. Dank des großen Trekkingbereichs der HTC Vive kann ich sogar ein wenig auf dem Everest herumgehen. Ein bemerkenswertes Erlebnis. Noch besser gefiel es mir da nur, selbst Hand anzulegen und eine Bergwand zu erklimmen. In Crytek's Rift-exklusiven Kletterspiel The Climb platziere ich virtuelle Hände in Klettergriffen, muss mit Ausdauer und Haftung haushalten und mich immer wieder auf Zehenspitzen an Griffe heranlehnen, um Ecken herumschauen oder per Sprungtaste waghalsige Manöver riskieren, um voranzukommen. Obwohl man das Spiel zunächst nur mit einem Xbox-Controller steuert, geht das schnell in Fleisch und Blut über und entfaltet einen ganz eigenen Reiz. The Climb ist halb Entspannung in toller Kulisse und halb Nervenkitzel am Abgrund. Eine tolle Mischung. Auf Platz 4 landet Valves kostenlose Minispielsammlung The Lab für das HTC Vive Headset. Und sorry, hier kann ich exakt kein Videomaterial aus dem Spiel anbieten, deshalb fasse ich mich kurz.
Auch wenn ich jeweils nur sehr simple Minispiele zocke, etwa Bogenschießen als Verteidiger einer Burg, virtuelles Sightseeing oder Ballern mit einem Katapult, so strotzt das doch alles nur so vor Valve-Charme. Das gesamte Spiel findet in einem Aperture-Labor statt, ich lerne einen süßen Roboterhund kennen und benutze eifrig dahinklappernde KI-Kerne als Munition. Das ist einfach zum Dahinschmelzen charmant. Darauf gebe ich mein Wort. Und nun zum Siegertreppchen. Auf Platz 3 Kronos, ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Gunfire Games. Da arbeiten vor allem Ex-Vigil-Leute, die zuvor an Darksiders arbeiteten. Mit etwa 12 Stunden Spielzeit ist Kronos eines der umfangreicheren VR-Spiele der ersten Welle. Es hat klassische Rollenspielsysteme und einige interessante Ideen. So altert unsere Spielfigur, die durch Portale zwischen einer postapokalyptischen und einer Fantasy-Welt hin und her reist, bei jedem Tod. Als jugendlicher Recke skillen wir besonders schnell Kraft und Ausdauer, alte Helden tun sich hingegen mit dem Magiegebrauch leichter. Interessant ist außerdem, dass wir das Abenteuer aus der Außenperspektive betrachten. Unser Kopf ist dabei die Kamera und die sitzt in jeder Szene an einer fest vorgegebenen Stelle. Das funktioniert erstaunlich gut und macht Kronos zu einem der interessantesten Exklusivtitel für das Oculus Rift. Auf dem zweiten Platz landet ein Spiel, das derzeit überhaupt noch keins ist und vielleicht auch nie eins werden wird. Mit der sogenannten Social VR-Demo demonstrierte Sony, wie man gemeinsam Virtual Reality erleben kann. In dem Prototypen erkunde ich gemeinsam mit 3 Mitspielern eine bunte Insel. Das ist grafisch nix und die Avatare wirken wie billige Kopien der Mainzelmännchen. Und doch packte mich diese Demo wie kaum eine andere. Denn jeder Spieler hatte aufgrund der Mimik seiner Figur, aufgrund der Möglichkeit mit den Händen zu gestikulieren und aufgrund des prima funktionierenden Voice-Chats echte Präsenz in meiner VR-Welt. Und echten Charakter. Das Gefühl, gemeinsam VR zu erleben, ist einfach total toll. In den meisten anderen Demos bin ich allein in der VR-Welt, durch mein Headset von der Außenwelt abgeschottet. Die Sony-Demo beweist, dass das auch anders geht und sie brachte mich dazu, Tränen zu lachen. Ich fragte mich ja immer schon, was Facebook in VR sah, um die 2 Milliarden Dollar Kaufpreis für Oculus hinzulegen. Nun weiß ich es. Auf Platz 1 kommt ebenfalls ein Prototyp, den ich mit Oculus Rift und den Touch-Controllern spielen konnte, die erst später im Jahr erscheinen werden. Bullet Train aus dem Hause Epic Games versetzt mich als Supersoldat mit Zeitlupe-Fähigkeit in einen Bahnhof voller Gegner. Überall liegen Waffen herum. Schrotflinten, Sturmgewehre, Granatenpistolen. Mit jeder Hand teile ich blaue Bohnen aus. Ich teleportiere mich munter zu verschiedenen Stellungen und kann sogar im Zeitlupe-Modus Kugeln aus der Luft pflücken und auf meine Gegner schleudern. Kurzum, Bullet Train ist die ultimative Power-Fantasie. Ich fühle mich wirklich wie ein Actionstar, wie Rambo persönlich. Dazu sieht die Grafik des Spiels phänomenal aus. Die Steuerung ist super intuitiv und präzise. Ich weiß nicht, ob Bullet Train genug Dauerspaß für ein richtiges, vollwertiges Spiel hergibt, aber Epic muss einfach mehr draus machen. Denn bessere 10 Minuten hatte ich mit VR noch nie.